Theodor Fontane 200. Ja, Fontane Punkt 200 ist das Thema des nächsten Jahres. Fontane begeht seinen 200. Geburtstag sozusagen. Und dazu gibt es ein ganz intensives Programm mit über 50 Projekten alleine im Rahmen von Kulturland Brandenburg. Insgesamt gibt es 5 Schwerpunkte. Zum einen natürlich, wir waren ja heute im Fontane-Archiv, es gibt einen wissenschaftlichen Kongress. Dann gibt es die Leitausstellung hier im Museum Neuruppin, die heißt Fontane Punkt 200 Autor. Es geht also um den ganzen Autor Fontane, nicht nur den Romancier und nicht nur den Poeten, sondern es geht darum, ihn zu zeigen in all seinen Schaffensphasen und in seiner Arbeit auch als Journalist, als Theaterkritiker, als Kriegsberichterstatter. Das wird hier der Schwerpunkt sein. Und es gibt eine zweite Ausstellung, da geht es um Brandenburg, also Fontane Punkt 200 Brandenburg, also das Brandenburg-Bild, das Fontane geprägt hat und das bis heute in den Köpfen der Menschen steckt. Das wird also im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam beleuchtet. Und,